Hallo, in diesem Video wollen wir untersuchen, wie sich Strom, Spannung und Leistung bei der Parallelschaltung von drei unterschiedlichen LEDs verhalten. Wie ermitteln wir jeweils die drei Vorwiderstände und welche Leistungsverluste treten in den drei Vorwiderständen auf? In den drei einzelnen Stromfaden soll jeweils ein Strom von 20 mA fließen. Es ergibt sich somit ein Gesamtstrom von 60 mA. Die Gesamtspannung soll 24 Volt DC betragen. Im ersten Video dieser Serie haben wir bereits ermittelt, dass die Diffusionsspannung an der blauen LED 3,2 Volt, an der roten LED 2,3 Volt und an der weißen LED 4,2 Volt beträgt. Um den Vorwiderstand R1 zu ermitteln, müssen wir die Diffusionsspannung der blauen LED von der Gesamtspannung abziehen. Also in unserem Beispiel 24 Volt minus 3,2 Volt ergibt 20,8 Volt am Vorwiderstand R1. Der Widerstand R1 errechnet sich dann aus diesen 20,8 Volt geteilt durch 0,02 Ampere, also den gewünschten 20 mA, ergibt 1040 Ohm. Die Leistung, die in diesem Vorwiderstand R1 umgesetzt wird, können wir ermitteln, indem wir die Spannung am Vorwiderstand R1 mal den Strom dieses Strompfades multiplizieren, ergibt 20,8 Volt mal 20 mA ist gleich 416 mW Leistung, die im R1 umgesetzt wird. Mit der Spannung am Widerstand R2 gehen wir in gleicher Weise vor. Jedoch verwenden wir hier eine Diffusionsspannung von 2,3 Volt. Als Ergebnis erhalten wir 21,7 Volt für die Spannung am Widerstand R2. Der errechnete Widerstandswert beträgt 1085 Ohm. Die umgesetzte Leistung am Widerstand R2 beträgt 434 mW. Die gleiche Vorgehensweise für Widerstand R3 bei einer Diffusionsspannung von 4,2 Volt. Als Ergebnis erhalten wir 19,8 Volt für die Spannung am Widerstand R3. Der errechnete Widerstandswert beträgt 990 Ohm. Die umgesetzte Leistung am Widerstand beträgt 396 mW. Wie verhält es sich nun mit der Gesamtleistung dieser Schaltung? Die drei Einzelleistungen haben wir vorher berechnet. Die Gesamtleistung ermittelt sich aus der Addition der drei Einzelleistungen. Also in unserem Beispiel ergibt sich eine Gesamtleistung in den Widerständen von 416 mW plus 434 mW plus 396 mW. Das heißt, insgesamt werden in diesen Vorwiderständen 1246 mW Leistung umgesetzt. Ob und wann die Parallelschaltung oder die Reihenschaltung von drei unterschiedlichen LEDs günstiger ist, vergleichen wir im nächsten Video. Bis bald!